Navy CIS, kurz NCIS, gehört zu den populärsten Serien der Welt und die Darsteller sind mittlerweile Megastars. Doch auch die NCIS-Schauspieler haben dunkle Geheimnisse, die sie gerne vor der Öffentlichkeit verbergen würden. So sorgte Polly Peretz' NCIS-Ausstieg nach 15 Jahren für großen Wirbel. In einigen Twitter-Posts erhob die Abby-Darstellerin schwere Vorwürfe gegen Navy CIS und den Sender CBS. Wurde sie am NCIS-Set misshandelt? Dieses Gerücht kam nach ihrem Ausstieg aus der Serie auf. Sie ließ unter anderem auf Twitter verlauten, dass Mark Harmon Psychospiele mit seinen Co-Stars betrieben und mit seinem Hund wiederholt am Set Leute bedrängt habe. Die Schauspielerin verließ die Serie und beschwerte sich in der Öffentlichkeit über die Zustände am Set. Niemand wusste, dass Cody DePablo gehen wird. Der NCIS-Ausstieg von Siva David 2013 war nicht nur für die Fans, sondern auch für ihre Co-Stars ein großer Schock. Niemand hatte es geahnt und die Dreharbeiten zu Staffel 11 standen bevor. Erst 2016 verriet Cody den wahren Grund für ihr NCIS aus. Leider aus politischen Gründen und weil das Skript nicht gut genug war, habe ich beschlossen, nicht weiterzumachen. Im Finale der 16. Staffel feierte Siva allerdings ihr Comeback. Auch in der 17. Staffel war sie in mehreren Folgen zu sehen. Habt ihr es gewusst? Jennifer Esposito war zwischen 2006 und 2007 mit Bradley Cooper verheiratet, auch wenn nur für 4 Monate. In ihrem Buch Jennifer's Way verriet sie: Er war witzig, klug, frech, arrogant und ein Meister der Manipulation. Er hatte auch eine gemeine, kalte Seite. Dieses Geheimnis ist leider sehr traurig. David McCallums adoptierter Sohn Jason starb 1989 im Alter von nur 27 Jahren an einer Drogenüberdosis. Zwischen Gips-Darsteller Mark Harmon und Drehbuchautor Donald P. Belisario soll es mächtig gekracht haben. Gegenüber TV Guide verriet ein Insider, dass das chaotische Management schuld daran gewesen sei. Obwohl Belisario seitdem nicht mehr aktiv an der Produktion beteiligt ist, trägt er noch den Titel des ausführenden Produzenten. Der Tod von Special Agent Kate Todd, gespielt von Sasha Alexander, war einer der schockierendsten in der Geschichte von NCIS. Doch offenbar wollte es die Schauspielerin selbst so, wie sie später gegenüber TV Guide verriet. Du drehst 24 Folgen pro Jahr, also in 10,5 Monaten, 17 Stunden am Tag, das ist Hardcore. NCIS-Star Wilmer Valderrama ist ein echter Playboy. Zu seinen berühmten Ex-Freundinnen zählen unter anderem Demi Lovato, Lindsay Lohan, Mandy Moore, Jennifer Love Hewitt und Ashley Simpson. Michael Weatherly alias Tony DiNozzo wurde 2016 zu 3 Jahren auf Bewährung und einem 3-monatigen Alkoholprogramm verurteilt. Er kam wegen überhöhter Geschwindigkeit in eine Polizeikontrolle, bei der ein Blutalkoholspiegel von über 0,8 Promille gemessen wurde.